Das Maul einer Katze enthält Unmengen an Bakterien. Neben dem Schmerz kann nicht zuletzt deshalb ein Katzenbiss keine Freude sein. Es können Infektionen und Entzündungen entstehen, die richtig unangenehm werden. Aber beißt Ihre Katze einfach nur aus Spieltrieb oder wenn sie sich provoziert fühlt? Wir sehen uns jetzt die 5 wichtigsten Gründe an. Das Alter. Junge Katzen beißen häufig, wenn sie ihren Spieltrieb entwickeln. Das Problem an der Sache ist, sie können häufig die Intensität, mit der sie zubeißen sollten, noch nicht so gut kontrollieren. Dazu haben sie enorm spitze Zähne. Von Vorteil ist, dass meistens noch weniger Bakterien im Mund einer sehr jungen Katze enthalten sind und deshalb das Entzündungsrisiko niedriger ist. Änderungen zu Hause. Ob Umzug, ein Baby oder ein neuer Mitbewohner, Katzen sind Gewohnheitstiere und reagieren auf verschiedenste Weise auf Veränderungen. Nicht selten kann das in echte Aggression münden. Begegnen Sie Ihrer Katze in dieser Zeit mit viel Aufmerksamkeit und Liebe, aber machen Sie ihr auch klar, dass Sie sich nicht beißen lassen wollen. Eigene Charakterzüge. Manche Katzen beißen einfach lieber als andere. Das weiß man natürlich nur in den seltensten Fällen bereits vor der Anschaffung, es kann aber sehr unangenehm sein. Ein leichter Griff in den Nacken mit einem sanften nach unten Drücken entspricht der disziplinarischen Maßnahme, die eine Katze aus ihrer Kindheit kennt. Sie kann durchaus angebracht sein, um ihrem Tier beizubringen, wie sie zu seinen Aggressionen stehen. Aber Vorsicht, das ist kein Racheakt an ihrem Tier. Tun Sie ihm nicht weh, es wird die Botschaft auch so verstehen. Verhalten des Eigentümers. Katzen lassen sich nicht selten auf die emotionalen Schwingungen ihres Besitzers ein, sowohl in Sachen Angst, Trauer oder Freude, als auch beim Thema Aggression. Wenn sie also häufig sauer oder geladen nach Hause kommen oder es bei ihnen zu Hause öfter verbale Auseinandersetzungen gibt, könnte sich dieses Verhalten auch auf ihre Katze übertragen. Angst oder Provokation. Eine Katze kann beißen, wenn sie sich bedroht oder provoziert fühlt. Während Hunde häufig schon durch ihre Größe ein gut gemeintes Raufen als Spiel betrachten, kann das bei einer Katze anders ausgehen, wenn sie in die Verteidigungsstellung wechselt. Dann nutzt sie alles, was sie hat, also Krallen an Vorder- oder Hinterbeinen und natürlich auch ihre Zähne. Neben diesen 5 Punkten sollten Sie selbst ein Gespür dafür entwickeln, was Ihre Katze mag und was nicht. Manche Katzen beißen etwa, wenn sie am Bauch gestreichelt werden, weil sie sich dort verwundbar fühlen. Akzeptieren Sie das und streicheln Sie Ihre Katze anstattdessen an Kopf oder Kinn. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und Sie kriegen in Zukunft ein paar Bissspuren weniger ab. Wollen Sie kein Video mehr von Knuddel die Katz verpassen? Dann abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.